Eintritt! Also, pass auf, deshalb wollte ich nämlich sagen. 10 Kisten Kuhiva sind schnell gekauft. Und tun so, dass das jetzt praktisch der erste Durchlauf ist. Also wir haben den ersten Akt ja durch. Was da noch im Köpfchen ist, weiß ich nicht, bei wem und wer auch immer. Alles da. Es ist jetzt der erste Durchlauf. Das machen wir morgen früh auch nochmal. Wieder um 11, hören so gegen 2, halb 3 auf und machen auch abends keine Probe als Geschenk. Ja? Wow. Das ist mein Geschenk an euch. Danke. Weil ihr so wacker seid. Ja, weil er so echt so wacker ist, damit die ganze Zeit mitklotzt. Und dann habe ich noch eine Überraschung, die ich aber, das wird sicher, weiß ich nicht, vielleicht wird es euch auch freuen. Also ich habe lange wieder diskutiert jetzt heute Nachmittag, weil jetzt kommen Anfragen, der Spiegel kommt und viel Kamerateams. Guten Abend. Sehr gut, Leute. Ja. Bisschen schneller zurück. Bisschen gut. Ja, so. Halt. Ja, mal richtig ran, mach mal ein Close-up. Ja, jetzt kannst du noch ein bisschen weiter drehen. Drehen ganz langsam. Ja, toll, sehr gut. Toll, das haben wir im Kasten, oder? Ja, ah, sehr gut. Jetzt lächeln bitte, lächeln bitte. Was ich dann der Dienstzeitung und das Opernglas und ich weiß nicht was. Und die erwarten eine Oper, in der die Freaks, also das geht ja jetzt um Behinderungen. Nicht? Und ich sage nochmal, dass ich ganz klar behaupte, und das steht, glaube ich, nicht allein im Wald, dass das ganz nach hinten losgeht, weil das in dieser Oper nicht um Behinderte geht. Es ist nur das Pseudo-Geschwätz darüber. Und das wird, alle reisen hier an, um zu sehen, wie Leute ohne Arme und Beine mit dem Mund eine Zigarette anzünden und dann auch noch singen können. Das ist der Punkt, der hier, der ist nun mal leider so in der Gesellschaft. Die Reise, was wird da sein und sind auch Schwerstbehinderte dabei, haben sie Spastiker dabei? Solche Fragen habe ich schon bekommen. Und das, darum darf es ja auch nicht gehen. Und deshalb habe ich jetzt eben wirklich nur, damit ihr das wisst, was ich vorhabe und wo wir eigentlich hin müssen, auch wenn das für euch vielleicht für den einen oder anderen bitter ist. Ich glaube, am Sonntag, wenn meine Freaks kommen, also ich sage wirklich Freaks, das sind ja meine Family. Und wenn die am Montag da sind, Karin ist ja schon da und klar, wenn die dann am Montag dabei sind, dass wir wirklich versuchen, ob jeder sich eine von diesen Personen rausnimmt, um mit dem für den Abend den Part, den er eigentlich singt, zu üben und am Abend zu singen selber, aber gleichzeitig zu gucken, dass der das singt. Also das heißt, ihr seid eigentlich die Singtrainer für die. Das heißt, das ist auch ganz klar, dass es jemand vielleicht gar nicht behagt, aber ich will das so haben, weil ich das glaube, dass das viel näher dran ist. Wenn wir sagen, das ist doch Ihre Oper, Frau Becker. Ja. Ja, das ist doch für Sie, das machen wir doch nicht für uns. Du bist nur enttäuscht, weil du Franz nicht so gut kennst, wie du dachtest. Weil du dich nicht kennst.
begabt wie Frau Becker. Das muss sein. Wir haben nicht geprobt, aber das sagen Christoph, alle. Aber nicht alle so begabt wie Frau Becker. Das ist aber auch wunderschön, wenn einer dann gar nicht mehr singen kann. Also das ist ja, ich bin auch nicht so begabt. Aber ich glaube, dass ihr auch selber, wenn ihr Konzertant geglänzt habt, seid ihr im zweiten Teil die, die dienen. Das abgeben. Also das heißt, wir dienen, wir erklären. Das ist mein Vorschlag an euch. Wir können das ganze Wochenende darüber auch telefonieren und diskutieren oder wie gesagt einkaufen gehen. Na, wir probieren es aus. Einkaufen. Warum diskutieren? Aber ist das nicht eine gute Idee? Ich finde, das ist einfach ehrlich. Absolut. Weil dann ist es die Oper von denen und die müssen dann auch hier, eben, die werden hier inszeniert und die werden von euch begleitet und die werden mit euch praktisch von uns begleitet im Probenprozess oder am Abend. Auch. Im Probenprozess. Also ich würde sagen, wenn dann einer ist wie Achim oder was weiß ich, wir lernen die ja dann alle nochmal kennen oder ich denke zum Beispiel Kerstin wäre super für Isabella. Wenn das dann einfach, die kommt und ihr lernt euch kennen, dass ihr dann mit denen zum Beispiel da durchguckt, was kann der singen, was nicht? Wann muss ich eingreifen? Nee, weil ich meine, mit dem Ziel, dass sie das dann alleine spielen können am Abend und wir quasi das erst konzertant abliefern und dann... Mitgehen. Schon mitgehen, aber also als Person seid ihr ganz klar da. Und ihr seid auch sprechend, ihr seid auch dann singen. Wir gehen als Coach mit sozusagen. Als Coach, aber eben auch an den Teilen, wenn die zum Beispiel dann sagen, dass... Das mache ich nicht. Also Achim sagt, was soll ich nicht? Kann ich nicht. Achim, wenn er einen kriegt, ich werde einen Tarn haben. Ich mach das jetzt. Es muss diese Aggression auch rüberkommen, dass der mir immer sagt, fass mich nicht an. Also das fand ich ganz gut, wenn es ja eigentlich so ein bisschen das Thema ist, so, ja, dann machen wir jetzt was zusammen und so, käme man nie auf die Idee. Also wird ja jetzt nicht unbedingt sein. Ja, also eine gewisse Bösartigkeit finde ich klasse. Gehen! Hinter Otto her! Hinter Otto her! Nein, andere Richtung! Andere Richtung! Leo! Leo! Mann, seid ihr bescheuert? Geht da mal einer rauf! Mann, ist das so schwer, oder was? Also, wenn wir jetzt so ein Creme verbreiten, so toll und so, das gibt es ja schon genug Behindertengruppen, wo die singen da, die spielen da nicht so toll wie Angela Winkler, aber sie haben es ja wenigstens versucht. Das darf es auch nicht sein. Das muss schon so sein, dass die Leute eine Stunde hier sitzen, nachher sie sagen, ist unangenehm, auch laufen oder so. Also, weißt du, so. Ein Request, bitte schön! 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 Das fände ich gut. Das ist ehrlich, darüber kann man diskutieren. Also nicht die Krücke für die immer darstellen, sondern auch mal den Fordernden und so weiter oder auch den Spöttelnden, den bitte nicht anfassen, ich helfe dir gerne, nicht anfassen oder zu jemand anderem gehen und sagen, ich kann das, ich kann es nicht, ich kann es nicht oder so. Ne? Nur als Idee. Dann fangen wir doch jetzt was? Die wissen aber, dass wir nicht. Weil die sind so super, das glaubst du. Das sind einfach. Schlingelbrief werden wir eben jetzt erwarten nach seinem vierten Jahr in Bayreuth, das immer mit einigen Wäldern, mit einiger Trauerarbeit verbunden ist, mit dieser Wald. Eine Aufarbeitung, ja, die Bayreuth, ja, die extremste Beschimpfung der Familie Wagner, ja, die Selbstreferenz des Herrn Schlingensief. Aber wie jetzt an diesem Abend geht es jeden ohne Mutter verstümmelt das Werk eines jungen Komponisten. Also bin ich jetzt bald dran oder nicht? Ja. Also es ist wirklich, ja, wir machen jetzt dann gleich den Kassel. Das wird allmählich unangenehm, ja? Wirklich. Also ihr habt es gehört, jetzt machen wir mal ein bisschen, ja? Tempo, ja? Also jetzt entweder wir machen es jetzt oder es ist wirklich... Vorhang zu. Ja, ist die Luft hier, ne? Ja. Die Kamera so, ja. Ich bin Opernsänger, ich bin nicht so ein Schauspieler. Ihr habt es verstanden, ja? Ja, Frau Klein, bitte. Bitte. So, Achtung, Achtung, Achtung und so. Action! Und los.
Was wird das? So, Kinder, habt ihr das verstanden? Nein, wir haben es nicht verstanden. Wieso nicht? Das habe ich denn so alles so toll. Man versteht den Text einfach nicht. Ja. So, damit sind wir jetzt durch. Also eine solche Kompositionstechnik ist unbedingt notwendig gewesen, genauso wie Behinderungen sich nicht immer wiederholen können. Erst ein Einbeiniger, dann ein Einäugiger, dann ein Tauber, dann ein Stummer. Also das heißt, niemals eine Behinderung wiederholen, bevor eine Behinderung nicht neu war. Man kann Behinderungen nicht immer wiederholen. Man muss eben auch hier in der Abwechslung immer wieder warten, bis alle 12 Behinderungen durch sind. Weiter geht's. Als Ergebnis dieser genauen Suchen übertragen wir die 12-Ton-Technik auf den heutigen Abend. Wir generieren aus den 12 Halbtönen der Oktave nicht nur die 12 Hauptdarsteller, sondern auch die 12 Wege zur Erstarrung und natürlich die 12 Wege, die Oper zu verstimmen. Auch darauf werden wir natürlich später noch ausführlich zu sprechen kommen. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst noch die 12 Hauptdarsteller des Abends vorstellen und diese wiederum auf die Bühne binden. Ja, noch einmal bitte. Achim. Kein Körper. Ein Rechts. Ein A. Ich bin ein Fis. Ich bin ein X. Ich bin ein Is. Ich bin ein Fis. Und Marcel macht den Bock. Hier ist ein Körper. So, Wittmann, dann darf ich noch Frau Angela Jansen vorstellen. Sie ist hier im Obergeweis, mit Hofen an der Ratsbüro, sie kann sich nicht bewegen. Sie ist hier in dieses Holz eingearbeitet, an den Tags hier. Sie wird über ihre Augen praktisch den Abend dirigieren. Sie wird über Augen genau auf diese Tafel dort oben den Text werfen, den sie hier frei assoziiert und dadurch die Behinderung weiter nach vorne trägt. Wir werden darüber diskutieren und wir werden alle nachher uns etwas besser fühlen, hoffe ich. So, wir beginnen damit, Helga, wir beginnen jetzt mit der Oper. Achtung, es geht los. Helga Stülphase, machst du dich bitte fertig, Achim? Setz dich auf den Stuhl dahin, geht gleich los. Frau Jansen, ich übergebe Ihnen jetzt hier den Abend. Bitte schön. Süßer kann keiner mehr singen. Keinem zur Verfügung. Er wird aber versuchen, mit allen Menschen, den Beteiligten auf Helga. Moment noch.
Stefan, hol mal richtig, wo willst du hin? Wo willst du hin? Komm jetzt aber! Komm jetzt! Nein. Ich will, dass du das jetzt singst! Ich will, dass du das jetzt singst! Raus! Ruf wieder auf, bitte! Ob es auch zwei Mädchen
ob es auch zwei Mädchen. Unfälle vererben. Okay, danke. Also merken und jetzt bitte Musik mal weiter. Das ist jetzt Takt. Was für ein Körper, welch ein Leben, mächtige Form, Kuren kriegen Erd in dir an. Von Moritz, von Egger ins Zentrum des dramatischen Geschehens zu stellen. Sie erleben eine Aufführung in zwei Konzertantenteilen und einem Epilog, ausgeführt von meinen Kollegen vom Zentrum für dramatische Kunst von unter meiner Leitung. Horst, ja. Bitteschön! Los, Horst, sag bitteschön! Bitteschön! Europa wird uns jedoch nicht nur als inhaltlicher roter Faden begleiten, sie bestimmt auch die Gesamtstruktur des Abends. Dazu ist zu sagen, dass die Oper in der wegweisenden Zwölftontechnik komponiert wurde. Sie kennen das sicher von zu Hause. Da organisiert man am Anfang die 12 Halbtöne der Oktave in einer festen Reihenfolge. Als Ergebnis haben wir die übertragen wie die Zwölftontechnik auf den heutigen Abend. Und ich möchte dazu die 12 Hauptdarsteller des heutigen Abends vorstellen. Und bitte die 12 Hauptdarsteller mal kurz auf die Bühne. Einziges! Ich bin ein Fis! Bitte, ich bin ein Gis. Peter, jetzt sag das. Was soll ich? Moment doch mal, was denn? Was soll ich sagen? Ich bin Marcel Marceau. Der Erfinder der Pantomime. Jetzt komm nach vorne und zeig uns das mal bitte. Mit der Ensemble. Wo sind die Tänzer? Christoph? Ja. Ja, Genau. So. Super. Ja. Ich bin das Gundri-Jubel von der Gundri, sagst du? Nein. Und die Evelyn hat eine Luftröhrenentzündung. Okay. Aber die spielt trotzdem. Mhm. Singen tut allerdings die Nemet, die dicke Kuh. Die sonst im Tanzhäuser auf dem Teller nach hinten fährt. Und dieser Kitschstuhl wird auch abgesetzt. Reicht jetzt.
Ja, Karin? Lauter. Kannst du ich nicht. Ich bin das Kundi-Dubel. Ah, ich bin das Kundi-Dubel. Und der Herr Nitzius, der hat die Luftröhrenentzündung. Oh Gott. Und der Herr Nitzius? Der hat die Luftröhrenentzündung. Er hat Luftröhrenentzündung. Aber die nehmen jetzt ihn. Nochmal? Aber die Evelyn spielt trotzdem. Aber ich spiele trotzdem. Evelyn spielt trotzdem. Und die Nemeth singt von der Seite. Oh. Seite. Und die Nemeth singt von der Seite. Und die Nemeth singt von der Seite. Die dicke Kuh. Die dicke Kuh. Die dicke Kuh. Kann ich so hören da vorne? Nein, ich bin schwerhörig. Ich bin erkältet, das weißt du, wenn das ist. Bist du jetzt erkältet? Ich suffiere. Die dicke Kuh, die auf dem Teller nach hinten fährt, dieser Kitschveranstaltung Tannhäuser. Die dicke Kuh. Die auf dem Teller nach hinten fährt. Die auf den Teller nach hinten fährt. In dieser Kitschveranstaltung. Und die in Tannhäuser singt. In der Kitschveranstaltung. Diese Kitschveranstaltung. Wird auch abgesetzt. Auch abgesetzt. Die wird auch abgesetzt. Auch abgesetzt. Aber ich sag nichts. Aber ich sag nichts. Ich bin das kleine Is. Ich bin das kleine. Und Stefan Weiler? Ich. Oh, sagst du doch aber mal ganz kurz, soll ich das damals in dieser Kirche warst. Ich souffliere. Kirche, das war 1967 eine Kirche gewesen und da war so eine Musik da und Ansprache. Also Ansprache also wieder Musik. Und also ich meine nicht genau, wie es da war, also ich habe gesagt, ich meine, also es war richtig also ich weiß nicht mehr, Christoph, was das gewesen war, habe ich vergessen, ich weiß doch, nicht mehr. Da hast du doch eine Erscheinung gehabt. Erscheinung gehabt, ja. Was hast du da gesehen? Was kam plötzlich vor dein Gesicht? Du sahst plötzlich etwas im Nebel, was war das nochmal? Was waren das für Bilder aus? Na, das waren von Blut und von sowas. Also wie man so Blut operiert und viele Blut rausgekommen ist, wie sie die Gedärme rausgeschnitten haben. Heißt er, nein, ich gehe dann mehr hin, ich bin gleich rausgegangen. Also das war schon lange her, also das war da in die Kirche, wo wir gewesen waren. Und wie es weitergeht, weiß ich nicht. Also ich muss einen Teil davon sehen. Stefan übernimmt. Ja, weiter, genau. Weiter, Rest der Rede. Achim, sag es doch mal. Sag den Satz. Herzlich. Geh dahin, Stefan. Ja, hallo. Komm, geh zu Horst. Mach, was du am Montag gemacht hast. Was Montag gemacht. Du weißt es. Komm, du weißt es. Warte. Mach es. Was ich gemacht habe. Doch, du weißt es. Nein, weiß ich nicht mehr. Komm, sag den Satz. Komm, sag du mal den Satz jetzt ganz laut, den er sagen müsste. Einfach so in dieser Art wieder. Plötzlich so, wir erstmal stehen lassen, alles und plötzlich, zack, kommst du da rein. Mach nochmal, Stefan, mach nochmal ein bisschen. Achim, nun sag den Satz. Was soll ich sagen? Du weißt es doch, aber du hast am Montag hast du es gesagt, du hast es gekonnt. Wieso kannst du es nicht mehr? Jetzt habe ich was jetzt meinen. Achim, du weißt doch, was du meinst. Was sagst du? Komm, sag. Ja, du weißt doch. Ja, nein, ich sag es nicht. Du weißt doch, sag den Satz. Komm, sag's. Komm. Achim! Nee. Sag den Satz! Was soll ich sagen? Na, den Satz! Was? Den Satz! Weißt du gar nicht, was der Satz? Na, den Satz! Nee. Wer sagt den Satz? Nee. Ein Brikett, das ist der. Da, so muss es machen, nicht hindern. Ein Brikett, das ist. Den Satz. Ein Brikett, bitte schön! 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 Mach das, was du am Montag gemacht hast. Ich hab das gestern mit Tanten gehört, was du am Montag gemacht hast. Weiß ich gar nicht, was Montag war. Freak. Nee, nicht Freak. Doch, Freak. Freak.
Kannst du mal helfen? Lass ihn. Achso, Eva, natürlich. Findet, wo er sich mit der Frau vereint, wo der Zuschauer plötzlich auch in der Dunkelphase landet. In dem Moment, wo die größte Wallung ist, eigentlich in dem Moment, da bricht das ja ab und die Kopfschmerzen beginnen und es wird aufgehört. Das war die Idee und dass ich das selber dirigiere, ist klar, ich kann nicht dirigieren, ist natürlich, ich bin fake, ich wollte nur den Moment nutzen, die Kamera in dem Moment abzugeben. Ich bin ja mit Alexander Kluge sehr befreundet, dieser Film, in dem er Armin Müller-Stahl als Blindenregisseur gezeigt hat, dem bin ich gerade sehr nah und wollte deshalb die Kamera übergeben und eigentlich den Tristan am Ende auch mit den Tränen, die ich dabei halt vergieße, wenn ich da das höre, eigentlich beenden. Das war die Idee. Ich habe eine Aufnahme von 1910 gefunden, eine alte Schellackplatte, die so viel Schleifgeräusche hat, dass man die Musik eigentlich gar nicht mehr richtig hört. Also jedenfalls, wenn die Musik kräftiger wird, hört man fast nur noch das Schleifen. Das ist ganz merkwürdige Umkehrung der Verhältnisse. Vielleicht nehme ich dann diese Musik, wenn das leider ja nicht geht, wie ich gehört habe, was ich sehr schade finde und dass sie nur wissen, dass ich es nicht als Bösartigkeit oder sonst was vorhatte. Es war einfach ein Herzenswunsch und es ist ein bisschen mein Herz nah am Wasser gebaut wegen dieser Scheiße hier, weil ich auch nicht weiß, wie das dann alles weitergeht demnächst. Also ich danke Ihnen und hoffe, dass wir das heute Abend hier 3 Stunden schön durchkriegen, nicht durch, aber eine schöne Sache kriegen, die als Gerüst für diesen Film gelten soll. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, an alle, die da auch die Geduld haben und da alle mitmachen. Herzlichen Dank schon mal jetzt und jetzt fangen wir dann langsam Stück für Stück an. Dankeschön. Wolfgang, einfach, weiß nicht, Wolfgang, was du willst, weil ich noch bestimmt noch 10 Minuten, 5 Stunden, weil die Kamera wird geladen und die Optik, das kannst du nicht selber machen. Ja? Ich bin dann losgefahren, 2 Stunden, und auf der Autobahn hast du keine Chance, du kannst ja nicht nachgucken. Da war die Frage, ob ich nach Köln oder nach Koblenz fahre. Und dann dachte ich, fahre ich nach Koblenz, ja? Und Koblenz ist doch richtig Süden, ne? Und dann war da nie Bonn, es war nie Bonn angeschildert. Hat man nur Koblenz, Erdelenz, Eidelenz. Und das, also alle Nasen haben irgendwelche Autobahnen. Also ich, das ist bescheuert gewesen, ja? Ich meine, was ist denn das für ein Nest? Das ist Bonn. Bis 10 Uhr.
dann werden wir nur schönes Anschlafen sehen. Und es wird ja so sein, wir schieben nicht nur unser Pop-Works, sondern es gibt viele Unterbrechungen, auch dann werden wir ab im Rahmen halten. Hast du kein Navi im Auto? Warum hast du noch kein Navi im Auto? Stefan. Wenn wir jetzt nicht gleich lassen, dann kannst du auch rausgehen. Wenn es jetzt einfach nicht packst, schieß dich jetzt einfach so an, wie ein will. Wenn es nicht packst, dann gehst du einfach nach Hause. Leg dich ein bisschen hin und dann fährst du einfach nach Hause. Aufnahme! Dankeschön! Und so sagen wir ganz auch noch mal ein bisschen. Komm, jetzt machen wir, mach mal jetzt Action, hier. Action! Schon ein bisschen Schmack ist bitte. Stichwort verpasst. Aufdarsteller, 12 Aufdarsteller. Ich hab das Stichwort verpasst. Willst du es haben jetzt? Ja, das ist... Willst du es kommen jetzt? Hey, Mann, komm doch mal! Du bist es kommen, Mensch! Stichwort! Los! Aufdarsteller, du zwei... Du heilkönige Aufgabe, die... Ihr seid die 12 Hauptdarsteller, nun macht doch mal! Ihr seid die 12 Hauptdarsteller! Ihr seid die 12 Halbtonne! Ass, Mist, Ass! Hör mir nur mal! Verdammt nochmal! Hey, Klaus! Ihr Hauptdarsteller! Hauptdarsteller! Los! Ja, lass ihn los! Ihr seid die Hauptdarsteller! Lass ihn! Ihr seid die Hauptdarsteller! Ihr seid die Hauptdarsteller! Nein, das bist du! Hör doch, ihr Licht! Ja, schreit! Komm, schreit doch mal! Hauptdarsteller! Bitte, schreit nicht vor hier! Ein Biss! Nein, du bist ein Biss, das habe ich dir schon zehnmal gesagt! Mach das, Larry! Ich will das Biss! Bisschen, mach doch mal ein bisschen schneller! Ich bin ein Biss! Ich bin ein Biss! Du musst nach vorne kommen! Lass sie doch mal alleine! Also, lass sie doch mal alleine! Geht mal hier in einer Ruhe her! So, wie behandelst du uns denn? Ich habe ein bisschen Tempo. Vollnazi! Können wir das auf? Mit deinem Text an den Karol, bitte! Fantastisch, Herr! Das macht doch mal fantastisch! Der Trug ist das Erste!
Damen und Herren, Ruhe bitte. Ich begrüße Sie alle zur ersten Oper-Probe nach den Ferien. Hoffentlich haben Sie alle gut sich erholt. Jetzt können wir uns wieder mit Musik widmen. So, du kannst doch mal von gestern, tu mal Blatt weg, sag mal einfach die Begrüßung hier zum Orchester wie gestern. Ich begrüße euch. Kannst hier, du kannst hier, oh, kannst ein bisschen hier rüber, falls ihr hier mehr zu denen schmeckt. Also ich begrüße euch hier zur Operette und zur Oper. So, okay, und Radarfeld, los, bitte. Ich begrüße Sie alle zur Operette und Oper und dass wir alle meine viel Spaß bekommen und dass ihr keinen Fehler macht. Also ihr müsst alles richtig machen. Nicht auf! Und darf kein Fehler passieren, ihr müsst euch konzentrieren, das ist eine Operette und keine Oper. So, jetzt könnt ihr Musik loslegen und ihr müsst euch ganz konzentrieren und darf überhaupt kein Fehler passieren, es muss alles perfekt sein. Da wünsche ich euch viel Spaß und dann könnt ihr jetzt einfach mal loslegen. Anna, nochmal bitte. Anna, bitte. Ja, also ich begrüße euch. Vielleicht kann ich zur Operette und das war schon der Oper. Du musst uns ganz herzlich zu dieser Oper. Ich berufe euch ganz herzlich zu dieser Oper. Das sehr sauber gespielt wird, das kann ich nicht. Das Ganze sehr schön sauber gespielt wird. Das ist absolut nicht schön. Mach nochmal. Ich begrüße euch herzlich zur Oper und dass das alles ganz sauber läuft und dass kein Fehler passiert und dass das Ganze dann sauber und perfekt läuft. Und ihr müsst euch alle konzentrieren. Wir sind ja in einem Operette, kein Oper. So, dann könnt ihr jetzt gleich loslegen und alle ganz genau konzentrieren. Oh,
Aufarbeitung gemacht von Bayreuth. Ja? Wie er jetzt an diesem Abend geht es jedem Mutter verstümmelt das Werk eines jungen Komponisten, dann wer sich hier auf nahe zu liebevoller Art und Weise am Thema Behinderung in der Pelzzeit es schlimmer wie vorher ist, erwarten, dass er dass er nun auch immer mit einigen Bildern mit einer Mauerarbeit verbunden ist. Mit dieser Depression. Die nächste Stelle, die wir spielen, ist. Kleber, stellen Sie sich vor. Zwei Takte davor. Zwei Takte vor Gustav. Schicksal meint nicht gut mit ihm, er trennt sich und kann sich nicht trennen. Wie ist gut zertrennt? Wir zwei, drei, 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 Behinderte
Es
Bitte schön! Ein Ticket! Bitte schön! Ein Ticket! Bitte schön! Ein Ticket!
das Licht weg hier oben! Das Matschlicht weg! Das Matschlicht weg hier oben! Wolfgang, setz doch noch mal einmal ein an dieser Stelle hier. Wolfgang, noch einmal ein Stück zurück, wo es hochgeht. Thank you.
Mann, ist das so schwer, oder was?